Wie viel Angst kann man vor einem Spielzeug haben? Es klingt zwar albern, aber man kann tatsächlich. Ich bin 17 Jahre alt und habe einen 8-jährigen kleinen Bruder, welcher süchtig nach diesen Stickies Weltraummonstern von Lidl ist. Jeden Abend verbringt er Stunden damit, in seiner Welt mit ihm zu spielen. Er redet dann davon, dass er Weltraumpilot ist und sie seine Gefolgschaft. Vor gut 3 Wochen bekam er wieder welche von meiner Mutter geschenkt, nachdem sie einkaufen war. Mein Bruder riss sofort die Packung auf und rannte mit breitem Grinsen in mein Zimmer und zeigte mir einen Sticky, den er noch nicht besaß. Er war blau und sah sehr plump aus, ohne Arme und Beine. Ein zugenähter Mund und tiefschwarze Augen. Ich lächelte meinen Bruder an und klopfte ihm auf die Schulter und sagte ihm, er soll aus meinem Zimmer verschwinden. Dann ging er rüber und spielte wieder mit seinen Stickies. Am Anfang war alles noch ziemlich normal, also nichts Besorgniserregendes. Jedenfalls bis vor 2 Wochen. Da begann er manchmal mitten in der Nacht aufzustehen, machte sein Nachtlicht an und redete mit dieser blauen Figur. Ich wachte davon immer auf und sagte ihm, er solle ins Bett gehen. Er antwortete mir nie. Er sah so aus, als höre er mich nicht mal. Seine Augen waren starr auf diese Figur gerichtet. Und meistens sagte er nur ja oder nickte. Ich erzählte meinen Eltern davon und sie sahen es aber nicht so schlimm wie ich. Sie meinten, im Gegensatz zu mir hat er einfach bloß noch eine blühende Fantasie. Blühende Fantasie am Arsch. Irgendetwas stimmt nicht mit dieser Figur. Die Gespräche, welche mein Bruder mit der Figur führte, wurden länger. Doch vor knapp einer Woche gelang es mir, während er mit dieser Figur völlig in Gedanken versunken sprach, ein paar Antworten auf meine Fragen zu bekommen. Erst fragte ich ihn, wieso er mit dieser Figur spricht, und er antwortete nur kurz, weil ich Angst vor ihm habe. Das beunruhigte mich und ich fragte nach dem Namen dieser Figur. Mein Bruder stockte und sah eine Zeit lang nur auf den Boden. Er sah mich wieder an und sagte, ich darf seinen Namen nicht wissen, oder er wird sehr böse, wenn ich danach frage. Seine Augen sahen panisch aus, doch er sagte alles ganz ruhig. Ich hielt es für das Beste, wenn ich ihm diese Figur wegnehmen würde, also schlich ich vor gut 3 Tagen an dem Wochenende, wo meine Eltern verreist waren, in sein Zimmer und klaute sie von seinem Schreibtisch. Hätte ich das bloß nie getan. Denn in dieser Nacht geschah es. Ich wachte um gut 4 Uhr auf durch einen lauten Knall. Ich stand auf und ging die Treppe runter. Unten war mein Bruder. Er wandte mir den Rücken zu, doch ich sah, was er getan hatte. Überall war an die Wand geschrieben mit roter Farbe: Gib ihn mir zurück oder er wird mir wehtun. Er stand überall im Wohnzimmer. Ich sah zur Seite und erblickte unseren Fernseher, welcher mein Bruder scheinbar umgeworfen hatte. Ich ging zu meinem Bruder und griff mit zitternder Hand seine Schulter und drehte ihn zu mir. Was ich dann sah, ließ mir das Blut gefrieren. Er sah mich an mit 2 großen, tiefschwarzen Augen und sein Mund war zugenäht. Sein Gesicht ähnelte dieser verdammten Puppe. Mein Bruder zog ein Messer aus seiner Hosentasche und bedrohte mich. Er versuchte auf mich einzustechen, doch ich konnte noch ausweichen und rannte in mein Zimmer. Ich nahm das Spielzeug und gab es wieder meinem Bruder. Er sah es eine Zeit lang an und ging auf sein Zimmer. Ich blieb diese Nacht wach und säuberte die Wände. Schlafen konnte ich sowieso nicht mehr. Doch seitdem besserte sich die Lage. Er sprach mit seiner Figur nicht mehr und aus Angst, sie würden ihnen eine Psychiatrie geben, erzählte ich meinen Eltern nichts davon, was vorgefallen war. Ich dachte, alles wäre wieder gut. Doch, heute Nacht bin ich aufgewacht und hörte jemanden zu mir sprechen. Er sagte immer wieder meinen Namen. Ich drehte mich dann zu meinem Nachttisch und sah dort diese Figur sitzen.